Ja, es ist nochmal ein Video geworden. Ich hoffe mal, ich werde nicht so sehr geblendet hier von der Sonne. Ich denke mal, dass wir dann ab morgen dann wieder Innenaufnahmen machen können. Momentan ist ein bisschen Baulärm hier, aber ich denke mal, aufgrund der Wichtigkeit der kommenden Ereignisse ist es sicherlich okay, wenn das jetzt mal ein bisschen stört. Ich möchte zunächst erstmal auf die Bayernwahl eingehen. Ich denke mal, das ist jetzt... Nee, machen wir erstmal was anderes. Ich mache erstmal das Kontrollratsgesetz. Also es gibt hier eine neue Veröffentlichung von Verfassungen.ch. Ich zeige es mal hierher. Ja, steht drin. Kontrollratsgesetz 1 betreffend Aufhebung NS-Recht. Und dort guckt ihr mal bitte in den Buchstaben unter Punkt 1 das L, Reichsbürgergesetz vom 15. September. Und dort ist eine Aufhebung drin. Also wir haben jetzt wirklich mal das schwarz auf weiß, dass dieses Gesetz aufgehoben worden ist. Es sind auch noch ein paar Randbemerkungen drin. Man muss ja bei der ganzen Geschichte natürlich wissen, dass die Aufhebung des Besatzungsrechts, ohne die besatzungsrechtlichen Gesetze aufzuheben, eine Mehrdeutigkeit erzeugt. Und zwar deswegen, weil ja im Prinzip nur in den Kommentaren steht, dass mit der Aufhebung des Besatzungsrechts keine Neueinführung passiert sein soll. Aber das steht nur in den Kommentaren und nicht in dem Gesetzestext. Und das ist nämlich wieder die Verwirrung, die hier passiert, dass die Leute denken, na, wir sind ein freies Land und Merkel macht das schon. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern wir sind eben in einem besetzten Gebiet und werden von einer kriminellen Bande regiert. Da muss ich es mal so deutlich sagen. Und es ist mal gut, dass wir jetzt gegen den Innenminister von Bayern vorgehen können. Wir haben das jetzt so schwarz auf weiß. Und er wird dann sicherlich sich wegen Verfassungsbruch zu verantworten haben. Und mit diesem Schreiben werden wir das untermauern. So. Und jetzt ist noch ein Artikel, ich will es nochmal zeigen. Und zwar hieß der Landtagswahl Bayern 2018, Stoiber Zuzug von Deutschen nach Bayern ist Grund für den CSU-Absturz. Ist von der Welt. Wir wissen ja, die Welt ist auch so ein halblinkes Ding. Es sind zwar ein paar Redakteure, die dort aufgewacht sind und die auch ordentliche Redaktionen machen. Aber im Großen und Ganzen ist das der rot-grün-linke Sumpf, der da die Welt immer noch im Bann hält. Und dort muss man einfach wissen, dass die CSU jetzt im Prinzip den Grund ihres Versagens den Deutschen wieder zuschieben will. Wir müssen mal ein bisschen in Erinnerung rufen, dass die CSU immer nach außen kommuniziert hat, ja, wir treten für Bayern ein, wir wollen nicht das Glyphosat, wir wollen dieses und jenes nicht. Und dann haben sie immer heimlich eine Abstimmung dagegen gemacht, gegen ihre eigenen Verlautbarungen. Und das zieht sich durch die gesamte Geschichte der CSU. Die CSU hat im Prinzip grün-linke Politik gemacht. Eigentlich schlimmer wie Merkel, weil die im Prinzip die Bayern regelrecht eingeseift hat. Und ein Meister des Einseifens ist eben der Seehofer. Und ich hatte ja vorneweg eine gute Meinung, weil er zumindest in vielen Dingen ehrlich war. Aber nachdem er sich jetzt dafür eingesetzt hat, einen Migrationspakt zu unterschreiben, was ja nichts anderes ist als ein Pakt zur Vernichtung des deutschen Volkes und seines Genpools, soweit geht das ja, die wollen also die deutsche Rasse mit massiver Einwanderung regelrecht ausmerzen. Und zwar, weil die einfach sagen, na, die Schwarzen, die hier reingebracht worden sind, die vermehren sich dann viel schneller als die Deutschen, weil den Deutschen ja keine Möglichkeit gibt, sagen wir mal, viele Kinder zu haben, weil das kann man heutzutage kaum noch bezahlen, mehr als zwei Kinder zu haben. Und das wäre aber erforderlich, um die Alterspyramide gerade zu rücken. So, und das ist alles eigentlich kein Problem, wenn wir ein souveräner Staat wären, weil das Geld ist im souveränen Staat nie ein Problem. Ja, der Staat kann so viel Geld generieren, wie sein Wirtschaftswachstum ist. So, und da wir ja im Prinzip ein Exportland sind, also wir exportieren und kriegen dafür aber nicht das entsprechende Gegengeld. Und das wird ja im Prinzip alles auf dem Target 2 offsaldiert. Und dort liegt das halt und wir haben keine Einlöseverpflichtung. Das sind eine Billion im Gespräch, was da liegt, also 1000 Milliarden, die an Waren geliefert worden sind, aber noch keine Rechnung dafür bezahlt. So. Und die Südländer wollen einfach die Rechnung nicht bezahlen und Deutschland hat diesen Target 2 nicht versichern lassen. So, das ist hochkriminell. Wir wissen ja, dass alle, die von öffentlichen Dienst tätig sind, ob das jetzt ein Ministerium ist oder Landrat, die müssen alle nach Reichsversicherungsordnung versichert sein. Das ist eine Pflichtversicherung, ähnlich wie ihr das beim Auto habt, wobei ich die Versicherung wahrscheinlich gar nicht so auf den Füßen steht, wie sie steht, weil wenn müsste nach dem Kraftfahrtversicherungsgesetz das ein kaiserlicher Markt zu bezahlen sein und der Betrag ist relativ gering.
Und was wir hier bezahlen, das ist einfach nur eine miese Nummer, die Versicherungsbeiträge ins Unermessliche zu steigern, sodass man sagen muss, es kann kaum noch einer bezahlen, der einer geregelten, ehrlichen Arbeit nachgeht. Das ist, die Kosten sind so explodiert in jeder Beziehung. Das liegt nicht nur an Crashkits, sondern das liegt einfach an den hohen Bonis, die Versicherungen ihren Mitarbeitern zahlen. Und das ist im Prinzip Geld, was in einem öffentlichen Raum überhaupt nicht auf Rechnung gestellt werden darf. Ja, der Staat hat ja eine Versicherungskammer geschaffen. Meiner Ansicht nach war das die Bayerische Versicherungskammer und die hat solche Versicherungsfälle alle abgewickelt. So. Und da waren die Beiträge auch moderat, das konnte auch jeder bezahlen und damals haben die im Vergleich zu heute auch viel mehr verdient. Ne? Wir sagen ja heutzutage, wenn einer 2000 Euro hat, ist das viel. Das ist im Kaiserreich gar nichts, da warst du arm. Ja? Und das ist ja das, wo uns die SPD immer belügt. Die sagen, wir haben kein Geld und wir können dieses und jenes nicht produzieren und machen und wir können hier nicht. In Wirklichkeit ist das alles Lüge. Die schaffen Geld in Größenordnung im Ausland lassen das eigene Volk verhungern. Im Prinzip ist die SPD die Kaisermörderpartei. Das ist, die Organisation ist gegründet worden, um die Monarchie zu zerstören und Deutschland unten zu halten. Nichts anderes. Und wer sowas wählt, ist ein Verbrecher. Man muss es so sagen. Wer mit Verbrechern paktiert, ist ein Verbrecher. So, und nun ist es so, dass im Prinzip alle Parteien die Politik der SPD machen. Die Linke ist im Prinzip ja aus der SED hervorgegangen, dann hießen sie mal BDS. Back deine Sachen, haben wir da immer gesagt. Und dann, jetzt hießen sie Linke, im Prinzip regiert noch die SED. So, und die Merkel macht nichts anderes als SED-Politik, bloß viel schlimmer. Ja? Viele haben ja gesagt, sie würde ihre Regierungspolitik aus der SED ableiten. Ich sage, sie leitet ihre Regierungspolitik aus der Pnei-Brit ab, aus dem Pnei-Brit, und hat ja auch von denen schon eine Auszeichnung gekriegt, auch Kohl. Und das ist ein zionistischer Verbrecherverein, wo selbst die italienische Mafia sagt, das sind Verbrecher. So, wenn die das schon sagen, muss es wohl stimmen. So, und jetzt ist eben die Frage, wie wir jetzt hier weitermachen. Und ich müsste jetzt im Prinzip mal folgende Ansage machen. Es sind von Bürgerrechtlern Hinweise eingegangen, dass große Teile der Stimmen, also der Briefwahlunterlagen, nicht zugestellt worden sind und diese Briefwahlunterlagen mit fertig ausgefüllten Stimmen der Grünen wieder aufgefüllt worden sind. Also man muss jetzt folgendes sagen. Die haben im Prinzip, ich sage mal eine Zahl, vielleicht 20.000 Stimmen Briefwahlunterlagen nicht zugestellt und haben diese sozusagen gegen Stimmen der Grünen ausgetauscht. Und fangen jetzt sozusagen die restlichen Briefwahlstimmen, die jetzt noch eingehen, im Prinzip weg, weil die ja wissen, aufgrund ihrer ungefälschten Umfrageergebnisse, dass das fast nur AfD-Stimmen sind, und tauschen sozusagen dann die Stimmen aus. Das ist der Betrug, der hier momentan geplant ist. Man muss dazu wissen, dass die SPD eine sogenannte Taskforce gegen Wahlbetrug gemacht hat. Da muss man sich überlegen, wozu brauchen wir denn eine Taskforce? Wenn jeder sich an die Regeln der Wahlgesetzgebung halten würde, unter der Voraussetzung, dass wir überhaupt eine gültige Wahlvoraussetzung haben, dann gibt es überhaupt keinen Grund, so eine Taskforce einzurichten. Eine Taskforce braucht man nur dann, wenn man ein Wahlergebnis erzwingen will, durch Manipulation oder durch irgendwas. Und dann werden die über diese Organisationen gebrieft. Und schon Stalin hat ja gesagt, die Wahl wird ja nicht durch den Wähler entschieden, sondern durch den Wahlprüfer. Also der im Prinzip die Möglichkeit hat, die Wahlergebnisse zu manipulieren. So, und wenn jetzt schon in den Veröffentlichungen kommen, in den manipulierten Umfragen, dass die Grünen mit 15% in Bayern gewählt werden, also ich kenne sehr viele Freunde in Bayern und mir kann keiner einen nennen, der wirklich mit aus voller Überzeugung Grüne wählt. Die gibt es in Bayern praktisch nicht. Grünen haben in Bayern überhaupt keine Bedeutung. Die Stimmen, die gekriegt haben, können entweder als Migranten sein, als Flüchtlinge, die sie illegal zu Wahlberechtigten erklärt haben. So, und dann kommen jetzt Leute, die in ihrem Logo irgendwas mit der Bundesstaatenflagge haben, ne? Also die so tun, als wären sie Kaisertreue und tun den Leuten gelbe Scheine unterschieben. Und das sind die größten Verbrecher, die ich mir vorstellen kann. Also schlimmer kann man es nicht. Wenn man sagt, okay, ich gehöre zur gelben Scheinklicke, dann kann ich sagen, die haben einen Schuss nicht gehört, weil wir haben es so oft erklärt, dass der gelbe Schein der falsche Staatsangehörigkeit ist, dass du deine echte abgibst und dafür eine gefälschte vom Hitler kriegst. Und wenn man das Tillerson-Urteil gelesen und verstanden hat, muss man wissen, dass der gelbe Schein der falsche ist. Und wenn jetzt Leute noch mit Bundesstaatenflaggen im Logo hantieren und dann den gelben Schein den Leuten unterschieben, das sind die größten Verbrecher. Die sind noch schlimmer wie die NPD. Ich kann es dir auch noch sagen. Ich habe die Leute jetzt alle aus meiner Freundesliste rausgeschmissen und ich kann es nicht mehr ertragen. Wie kann man denn nach 100 Jahren
ich sage, Opposition ist das falsche Wort, Volksverrat, man muss es wirklich so sagen, mit Schwarz-Rot-Gold, immer noch mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge gegen das Unrecht demonstrieren. Da muss man doch total bescheuert sein. Also eine andere Möglichkeit weiß ich nicht. Keiner ist so doof, mit der Flagge der Putschisten gegen Putschismus zu demonstrieren. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Dass dann der Ami sagen wird, die Deutschen müssen wir unter Betreuung stellen, weil die machen nur noch Blödsinn, verstehe ich. Aber die Amis waren diejenigen, die das Bildungssystem eingeführt haben und die den Deutschen nicht erklären, was mit dem Land los ist. Das sind die Amis. Und der Russe hat jetzt im Prinzip, Putin hat den Kopf geschüttelt und dem, was jetzt in den Medien er so mitgekriegt hat und wie die Regierungspolitik will, da sagt er, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und ich habe mir gesagt, wenn er in seinem russischen Fernsehen wenigstens mal uns die Wahrheit erzählen würde, so dass wir sagen, guckt euch das doch mal die Sendung an. Er hat einen deutschen Ton, könnt ihr euch angucken und dort wird erklärt, dass man in der Bundesrepublik und der DDR nicht stimmt. So, das könnte Putin einfach mal anweisen. Russland OD würde das problemlos ausstrahlen. Die würden das in der Bandbreite bringen, dass es nicht mehr unterdrückt werden kann. Und dann würden die Politiker auch in Erklärungsnot kommen. So. Aber das ist natürlich wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern ein bisschen spät. So. Ich habe ja nun schon 2 Jahre Videos gemacht, also man kann erwarten, dass da auch mal reagiert wird. So. Wenn er uns dann wirklich helfen will, da habe ich ja auch noch meine Zweifel. So. Wir müssen jetzt uns überlegen, wie wir die Kuh vom Eis ziehen. Um überhaupt den Wahlbetrug aufzudecken, wäre es erstmal erforderlich, dass die Bayern jeder sich ein Wahllokal ausguckt und dort die erstmal schon kontrolliert, ob die ordentlich versiegelt sind, ob die Wahlurnen auch leer sind, ne, wenn also aufgemacht wird. Und dann auch zur Auszählung erscheint und auch bleibt, bis alles ausgezählt wird und diese Ergebnisse zentral meldet. Ich würde dann auf kaiserrundfunk.com auf der Homepage eine Seite zur Verfügung stellen, wo sich Leute melden können, die bereit sind, dort Wahlbeobachter zu machen und die auch während der ganzen Wahlzeit dort im Wahlbüro sind und sich auch abwechseln. Ich habe selber schon einmal eine Wahlbeobachtung in Ranus gemacht, einen ganzen Tag, mit mal kurz abwechseln wegen Toilettengang. Ich denke, mit 2 Leuten kann man den Wahlvorgang komplett beobachten. Ich würde dann noch eine Liste anhängen, wo man darauf achten muss, also wo schon aus formalen Gründen eine Wahlanfechtung möglich ist. Die stelle ich dann noch ins Netz. Ich denke mal, dass ich heute Abend das machen kann. So, was es braucht, sind, dass die Bayern sich mal bewegen. Also, dass sich Leute aus Bayern finden, die sagen, das ist mein Wahlkreis, ich würde dorthin gehen. Wenn natürlich jetzt 10 aus einem Wahlkreis sind und im anderen sind gehen, dann müssten wir die Leute mal bitten, dass sie mal die anderen Wahlkreise alle mitgucken. Sodass in jedem Wahlkreis wenigstens 2 oder 3 Bayern sitzen. Ich würde sagen, 3 sind am besten, damit die sich untereinander abwechseln können und damit die auch 2 das Gleiche gesehen haben. Das ist auch wegen den Zeugen so. Ne? Weil wenn da 2 Zeugen sind, man muss auch mal bedenken, dort sitzt eine Wahlkommission, die dann sagt, nee, das war nicht so. Und deswegen braucht man da auch Zeugen, die da sagen, ja, da war Betrug. Er hat einer ein ganzes Bäckel Stimmen eingeworfen oder die ist mit offener Wahl oder hat Hausen Kreuze gemacht. Und dann wird das ja ungültig. Und oder sind im Vorrahmen, wie es in Rheinis war, kam dann die OTZ und hat die Leute beeinflusst, unmittelbar vor dem Wahlbüro. Das habe ich auch Fotos davon. Bei der Oberbürgermeisterwahl war das so. Das ist auch Betrug, wenn man so will, eine Wahlbeeinflussung. Und wichtig ist aber, dass wir wirklich für jedes Wahllokal Leute haben, die auszählen. Ich werde dann am Sonntag mit rüberfahren und werde versuchen, in einigen Wahlbüros dort mit zu helfen. Also ich werde niemanden anstellen und sagen, helft mal, wenn ich nicht selber auch da engagiert wäre. Das heißt, ich würde da so am Sonntag früh bei Zeiten dort rüberfahren und mit helfen. So, und da bitte ich auch, dass die Sachsen das mit tun, soweit es ihnen möglich ist, am Wochenende frei. Wir würden uns dann in Hof zu einer kleinen Runde treffen, also wenn dann alles ausgezählt ist im Hinterjahr, und mal ein bisschen erzählen, was wir so erlebt haben. Und das wird man dann in der Bodyscheune feiern. Ja. Wenn das dort kalt sein sollte, würden wir uns dann im Versammlungsraum wiederfinden. So dass man also am Sonntagabend, wenn die Wahlkreise ausgezählt sind, jeder auch genau mitgeschrieben hat, dann mal vergleichen können. Eine kleine Feierlichkeit wird es geben und die meisten müssen ja dann am Montag wieder arbeiten, sodass man sagen kann, okay, wir lösen dann so kurz vor Mitternacht die Veranstaltung auf, weil manche haben ja auch eine weite Anfahrt, die fahren 2-3 Stunden. Ne? Gut, also genauer Ort und Zeit werde ich den Leuten dann in der Anmeldung mitschicken. Ich schätze mal, dass wir dort auch
ja, einen kleinen Verpflegungspunkt einrichten wollen, dass Leute, die weiter Anfahrt haben, wenigstens Getränke und so weiter haben. Aber dazu müsstet ihr eben auch mal ein paar paar Euros rüberwachsen lassen, sodass wir dort ein kleines Catering machen können für Leute, die draußen im Einsatz sind, also im Bereich Oberfranken. Wir würden dann auch den Bereich Ebern dort mit als Stützpunkt machen, dass von dort auch Leute losfahren können und Wahlbeobachtung machen. Und vielleicht finden wir noch zwei, drei andere Stellen in Bayern, wo sagen Leute, gibt es einen Chiemsee, gibt es noch eine Gruppe, die sehr aktiv ist. Also ich bitte da einfach, dass ihr euch da meldet bei mir auf der Seite. Am besten über den Facebook-Account. In der Wolf von Oelt wird ja über Facebook was haben. Lässt sich das am einfachsten machen. Und Facebook ist so mein Name. Gebt da oben ein, seht ihr ja mein Konterfei und auch meine Videos. Und dort drüber wird man das organisieren. Und wir müssen aber damit rechnen. Und deswegen mache ich das Video jetzt nochmal in aller Deutlichkeit. Die USA planen die Ausrufung des Notstands. Also militärische Gesetzgebung wird in USA und auch in den besetzten Gebieten eingeführt, um die Auswirkungen der illegalen Migration zu bekämpfen, weil dort die Gefahr besteht, dass das Wirtschaftssystem der USA und auch der Bundesrepublik zusammenbricht. Dann fällt die BRD weg als Wirtschaftsfaktor, kommen die USA in erhebliche Probleme, weil der Besatzer lebt im Prinzip im Wesentlichen von der Bundesrepublik und ohne uns würden die im Prinzip wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten gegenüber Japan, man muss es mal so deutlich sagen. Und deswegen ist natürlich die USA jetzt unter Trump nicht daran interessiert, dass der Bundesrepublik wirtschaftlich was passiert. Und es gab da einen Plan, da hatten die einen Plan gemacht, auch so teilweise so diskutiert, in der Öffentlichkeit geschoben. Ich habe natürlich alle Informationen, die ich kriegen konnte, gesammelt. Und da kam da so ja, eine Militäraktion raus, die so auf 3 Monate angelegt war. So, und da haben dann Leute gesagt, die aus der Wirtschaft kommen, ihr könnt das zwar militärisch machen, 3 Monate lang eine Militär- und Säuberungsaktion, aber das würde die Wirtschaft weder in den USA noch in der Bundesrepublik überleben. Und da ist dann der Plan jetzt 14 Tage zusammengestrichen worden. Das ist so der letzte Stand. So, das heißt, wir müssten also damit rechnen, dass es nach der Ausrufung des Notstandes zur Ausschaffung der Illegalen kommt, dass es möglicherweise Auswirkungen auf Wahlen hat, dass es noch vor dem Wochenende passieren kann, muss man jederzeit davon ausgehen. Also wenn die ersten Anzeichen sind, also zum Beispiel das Öffnen der Sealed Indictments wäre also für den Deep State ein Angriffssignal, oder Großterror, was auch immer. Und dann müssen wir uns damit abfinden, dass es dann kein Internet mehr gibt, kein Strom und was auch immer. Weil der Strom wird als erstes abgeschalten, um einfach die Kommunikation untereinander zu verhindern. So, und da haben wir ein Problem mit den Kühltruhen. Da müsst ihr also mal euch ein Notstromaggregat her tun und auch mal voll danken, dass er wenigstens eine Woche über die Runden kommt. Also jeden Tag mal 2-3 Stunden anstecken, dass das Zeug nicht verdirbt. Und dazu braucht man ein paar Kanister, wo man dann Treibstoff für das Notstromaggregat bunkert und Lebensmittel und Wasser und so weiter. Das kennt ihr ja alles. Und bitte sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Wasserflaschen einlagert, dafür sorgt, dass kein Funkenflug die Plastikflaschen zerstört. Also müsst ihr irgendwie Blech drüber machen oder irgendwas, sodass irgendwelcher Funkenflug, der durch die Kampfhandlung oder durch Brände passiert, nicht die Wasservorräte beschädigt. Das ist noch eine Message, die ich noch rausgeben wollte. So, ansonsten würde ich dann heute Abend nochmal ein Video nachschieben. Ich habe auch schon ein paar Zuschriften gekriegt, dass wieder Leute von der Bundesrepublik gefällt worden sind, die sich mit Republik Freies Deutschland und ähnliche Dingen befasst haben. Ich habe gesagt, bitte lasst die Finger davon, ihr operiert in der Weimarer Republik. Ja? Also nochmal zum Verständnis. Wer vom sicheren Hafen am 27.10.1918 abweicht, nach vorne, oder nach hinten. Ist eigentlich egal. In beiden Fällen hat die Bundesrepublik da einen Ansatzpunkt, dagegen vorzugehen. Der exakte Zeitpunkt zwischen Start und Nichtstart ist der 27.10.1918, 23:59:59. Wer es nicht weiß, warum es so ist, blättert einfach mal ein paar Videoteile dieser Serie zurück. Da wird es genau erklärt, warum und wieso das zustande gekommen ist. Und es gibt dann nur die letzte juristische Sekunde von 59 bis auf 0 Uhr, wo dort die Grenze ist. Ja, das juristische Sekunde ist immer, damit klare Verhältnisse geschaffen werden. Entweder ich gehöre zu der einen Seite oder zu der anderen Seite. Es ist also eine Lücke, die man geschaffen hat, um exakte Rechtsverhältnisse zu schaffen. Und alles, was 0 Uhr ist und 28.10. gehört zur Weimarer Republik. Die Weimarer Republik war zu keinem Zeitpunkt Staat, ist also schon immer eine Firma gewesen, wurde auch als Firma eingetragen. Gibt also keine Interpretationsmöglichkeiten. Wenn man eine Rechtsnachfolge von einer Firma eintritt, ist man wieder eine Firma. Ja, und da kann die Bundesrepublik, wenn sie Schwarz-Rot-Gold benutzt, nicht sagen, sie wären Staat.
Die Alliierten können 10-mal eine Verfügung erlassen, dass Verwaltungen, die auch Firmen sind, Staaten genannt werden. Aber das ist einfach nur Verdummungspolitik. Fakt ist, dass der Staat immer noch der Staat ist. Und erkennbar ist es im Ausfertigungsdatum des Staatsangehörigkeitsgesetzes. So, und alle anderen Gesetze, die die Bundesrepublik gemacht hat, dafür haben sie kein Ausfertigungsrecht des Staates. Das ist der Rechtsstand, den wir haben. Und wir müssen das einfach so lesen. Und wir müssen es auch wegschieben, wenn sie uns immer mit der schwarz-rot-goldenen Flagge und einem gelben Schein kommen. Weil das ist der Schaden, der angerichtet wird. Indem die Bundesrepublik immer ein gewisses Reservoir an sogenannten selbsternannten Nazis hat, gegen die dann einen Kampf gegen rechts macht, obwohl der Nationalsozialismus eine linke Bewegung war. Immer wieder auch betonen, dass das jeder auch begriffen hat. So, und wenn man also einen Kampf gegen rechts macht, macht man einen Kampf gegen das Recht. So, das ist der Punkt. Und die Rechten sind in Wirklichkeit auch nur Gründungen vom MI6, dem englischen Geheimdienst, die NPD mal ursprünglich gegründet hatten. Das wissen die NPDler nicht, aber wer in der NPD ist, weiß das inzwischen. Und man kann so überall nachlesen, dass es ein Fakt ist. So, ich darf jetzt nicht drüber nachdenken, was nur der AfD ist, aber ich bitte euch nochmal, fangt mir an und tut irgendwelche Zerknase-Projekte unterstützen. Die einzige Möglichkeit für Bayern, dass es nicht zur Katastrophe kommt, ist, dass die CSU mit keiner anderen Partei eine Regierung bilden kann. Auch nicht mit den Grünen. Das heißt, eine AfD-Wahl zwischen 40% und 73% würde das Problem lösen. Ja, wenn die AfD mehr als 51% kriegt, wird sie sicherlich den bayerischen Grenzvertrag aktivieren von 1870 und wird die bayerischen Außengrenzen schützen.